Was geht, Jeremy hier, welcome back, boys, zu einer neuen Folge Prep. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Alter, ich hab zu viel ADS im Moment. Ich weiß, ich hab's erste Mal seit langem jetzt wieder Kohlenhydrate gegessen, also seit irgendwie einem Tag oder so. Naja, habe ich Energie. Okay, weiß nicht, was mit mir los ist, vielleicht bin ich auch nur behindert. Auf jeden Fall stehen heute Beine an. Aber, was auch noch ansteht, ist Posing-Coaching, also ich... Jetzt ist der Akku von der Kamera leer gegangen. Egal. Auf jeden Fall haben wir mir heute ein bisschen beim Posing geholfen, weil ich bin darin ziemlich beschissen. Und wenn ich auf der Bühne nicht posen kann, ist das ein extrem großer Nachteil, weil man wird danach ja bewertet, wie man halt aussieht. Und dazu sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Erstens, wie viel Muskeln hast du? Wie wenig Körperfett hast du? Wie voll bist du? Also sind deine Muskeln voll aufgepumpt, voller Kohlenhydraten und alles so richtig prall? Und wie sind deine Posen? Wie sieht das denn das komplett zusammen? Wie siehst du aus? Und wenn dein Bizeps so aussieht, dann bringt es dir nichts, wenn du viele Muskeln hast oder shredded bist oder gute Conditioning hast, dann kannst du das Ganze nicht präsentieren, kannst du es nicht zeigen. Es ist das Gleiche wie bei einem Model, wenn sie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, nicht laufen kann. Ich weiß es auch nicht, Alter. Auf jeden Fall muss ich Posing lernen. Sonst verkacke ich bei der Show ziemlich hart. Aber ich brauche immer meine Kopfhörer, Digga. Da haben wir die. Da kann ich meinen Mic nämlich daran machen. Das ist praktisch. So. Wir waren jetzt nämlich noch auf den korrekten Dude, der uns das Ganze beibringt, beziehungsweise mir da hilft. Einfach, ich habe da mal im Gym halt den einen jemand gefragt, der halt schon auf der Bühne war und auch jetzt, wenn ihr auf die Bühne geht und halt schon mehr Erfahrung hat, ob der mir ein bisschen helfen kann. Weil natürlich ist es immer, es ist sehr gut, online jemanden zu haben, aber für gewisse Sachen, wie zum Beispiel, genau, Posing ist praktisch, wenn man einen in echt hat, jemand, der einem echt hilft und einfach so, ach ja, nee, wenn du die Side-Shift machst, mach die Schulter ein bisschen mehr so und dann so oder machst so, was auch immer, und dass ich das halt besser lerne. Aber allgemein, ihr wisst ja, ich würde jedem Einzelnen von euch empfehlen, sucht euch einen guten Coach. Holt euch jemanden, der euch dabei hilft, wo ihr besser werden wollt. Ich habe zum Beispiel jetzt etwas, ich will in meiner Kommunikation in Sprache besser werden, dass ich mich besser artikulieren kann. Das heißt, nicht nur irgendwelche fancy Wörter so benutzen, sondern auch einfach, wie man redet. Bei gewissen Leuten, ihr kennt das, denkt ihr euch, Alter, die Person ist smart, einfach weil diese Person intelligent redet oder gut redet oder sich gut verständigen kann. Und bei anderen denkt ihr, Digga, bist du dumm? Du weißt nichts, jedes dritte Wort fällt dir nicht ein und dann kommt beim Satz irgendwie die Hälfte, hört sich beschissen an. Und dann nimmt man die Person direkt weniger intelligent vor, auch wenn diese Person möglicherweise sehr intelligent ist. Da ist die Kommunikation, das Sprechen ein extrem wichtiger Asset, das ist extrem wichtiges, was ich bei mir selber verbessern will. Und darum nehme ich mir da auch jemanden, der mir da hilft. Und das wird mich einiges an Geld kosten, aber ich will einen Coach, ich will einen Mentor, ich will jemanden, der mir das beibringt. Und genau gleich ist es auch mit Gym, mit Fitness. Ich würde jedem Einzelnen von euch empfehlen, der maximal gut Muskeln aufbauen will, der maximal gut Fett verlieren will, wenn es das Ziel ist, sucht euch jemanden, der euch dabei hilft. Ich persönlich mache 101 Coaching, wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr gerne in der Beschreibung das Formular ausfüllen. Ich nehme nicht alle an, ich nehme offensichtlicherweise nicht alle an, weil ich habe nicht so viel Kapazität. Aber auch wenn ihr das nicht bei mir, wenn ich keinen Platz mehr habe oder aus irgendeinem anderen Grund, ihr das nicht bei mir machen wollt oder so, ihr könnt das machen, mit wem ihr wollt, würde ich euch trotzdem empfehlen, sucht euch jemanden, der euch da hilft. Will euch sehr viel Zeit ersparen, sehr viel Nerven, sehr viel, auch sogar Geld potenziell bei dem, weil ihr werdet vielleicht gewisse Supplements kaufen, die unnötig waren oder gewisse Sachen, Gym-Memberships im falschen Gym oder das und das oder bei Essen oder bei, es wird einfach, es ist extrem Struggle, extrem Pain, daher empfehle ich jedem, sich einen Mentor, Coach, was auch immer zu suchen, in den Themen, in denen man besser werden will. Aber ich warte jetzt auf den Dude und ja, wir hören uns, wenn er da ist. Also wir sind jetzt hier im Posing-Raum, wo jemand Posing haben will. Eigentlich bin ich hier nur mit Pump, also ich bin hier sehr dünn unterwegs, aber das ist egal. Jetzt bringt uns Samuel, ich bin mir da beschissen, bringt mir Samuel ein bisschen Posing bei, du hilfst ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze und dann schauen wir, ob das was gebracht hat. So, yes. Okay, perfekt. Mach einfach mal durch. Einfach die Pose, was verbessert wird. Weißt du, ja, mach einfach mal alle Pose durch und dann sehen wir selber. Zuerst mal Grundstellung, wenn ich zuerst mal schaue, dass ich mich da verbessere. Das ist schon der erste Punkt. Okay. Ah,
front relaxed. Yes. Nice. Dann quarter turn to right. Oder Vierteldrehung nach rechts. Das fuck mich so an, wenn es auf deutsche Seite rennt. Das ist dann so scheiße. Yes. Hoffe ich die richtig. Blick in die richtig, genau. Yes. Sehr, sehr nice. Und quarter turn. Yes. Und quarter turn. Yes. Yes. Ich sehe schon sehr, sehr gut aus. Und quarter turn. Und frontal device. Okay. Und front aspect. Yes. Und side chest. Wir haben noch beide genau und dann noch Crab am Schluss. Yes. Yes. Sehr nice. Okay. Yes. Da habe ich immer dann den Blick geradeaus. Yes. Die ist eigentlich wirklich sehr gut. Ich will vielleicht ein bisschen weiter vorlegen mit dem Oberkörper, also die Brust ein bisschen weiter so geht vorne. Yes, genau. Und dann, was du auch noch machen kannst, ist, dass du Fuß halt nicht über den Marsch hast, sondern ein bisschen wieder hinten, damit du dort halt die Details selbst. Aber sonst ist es sehr, sehr gut. Und da ist halt einfach immer sehr wichtig auf der Bühne, dass der Arsch anspannt auf der Seite. Das ist halt, der musst du immer unter Kontrolle haben. Yes. Und da wirklich einfach so fest rotieren, wie es geht. Also wenn du noch ein bisschen mehr kannst, rotieren, also einfach wirklich da in die Chest hineinsqueezen und da wie so den Latt aufmachen, indem du so rotierst. Yes, yes. Und da den Latten so vorbringen. Yeah. Aber du machst eigentlich wie in der Front. Du machst eigentlich, was kann helfen, ist wie, dass du Front-Dings machst. Yeah. Und dann einfach so drehst. Dann hast du wieder den Latt schon offen. Yes. Yes, jetzt kommt's gut. Yes. Das kann eigentlich sehr, sehr gut. Du musst so den Arm so rotieren. Yeah. Yes. So. Yes, genau so. Aber ohne das Schulter und dann wieder die Schulter, aber trotzdem mit hinteren Lein. Yes. Wir machen. Yes. Definitiv sogar noch besser, weil dadurch hast du schon wirklich gut hinteren Lein. Yes. Yes, genau. Und somit geht's jetzt ins Training rein. Beine. Zuerst mal Hamstrings, Mamstrings. Auch wenn mir Samuel jetzt gesagt hat, dass Hamstrings bei mir keine Schwäche sind, was mich erstaunt hat, weil ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass Hamstrings bei mir eine große Schwäche sind. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil Johannes hat mir halt immer gesagt, dass Hamstrings bei mir eine große Schwäche sind. Naja, ich muss mir jetzt auf jeden Fall noch eine dritte Meinung ranholen, wie das aussieht. Aber ja, was mich auch erstaunt hat, ich habe ihn jetzt noch gefragt, so, was er denkt, was seiner Meinung nach meine größte Schwäche ist, muskelgruppentechnisch. Und er hat Schultern gesagt. Das erstaunt mich, weil ich bin davon ausgegangen, dass meine seitliche Schulter eigentlich gut ist. Aber ein gutes Feedback. Also jetzt habe ich. Und mittlerer Rücken hatte ich auch noch gedacht, so eine Schwäche ist, hat aber gar nicht erwähnt. Bin erstaunt, das sind immer diese Eigenwahrschätzung und diese Fremdwahrnehmung. Also Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, irgend sowas. Das ist aber auf jeden Fall immer sehr spannend, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier Gewicht drauf. Aber hier machen wir extrem wenig Gewicht drauf, nämlich 10 Kilo pro Seite. Das ist eigentlich praktisch nichts, ist, um ehrlich zu sein. Aber das Hamstring ist genau hier so eine Muskelgruppe. Ich würde sogar sagen, die Muskelgruppe, bei der es am meisten Sinn macht, einfach leicht zu trainieren und dafür wirklich zu gucken, dass man das Gewicht optimal bewegt. Also
Ohne Schwung, ohne irgendetwas. Und ja, ist das Ding. Aber naja, Leute, jetzt keine Ahnung, ob ihr das wisst oder ob euch das überhaupt juckt, aber heute kommt meine Familie vom Urlaub zurück. Also ich bin nicht mitgegangen, halt business-technisch hauptsächlich, ist aber auch bodybuilding-technisch besser so, weil dort wäre Ernährung wär sehr schwer gewesen dort. Und business-technisch ist halt auch scheiße dort. Zu arbeiten natürlich, kann auch von dort arbeiten, kann auch dort Sachen für euch hochladen etc. Aber wäre halt mühsam gewesen. So habe ich einiges erledigen können, habe ich einiges hingekriegt, habe ich einiges machen können. Das war sehr gut, das war die Entscheidung bei euch zu 0%. Aber ja, das ist gut. Und ja, heute kommt sie zurück. Ich muss gucken, ob sie zuerst zurückkommt oder ich zuerst vom Training zurückkomme. Naja, mal gucken. Ich habe die Wohnung aber sogar einigermaßen aufgeräumt jetzt. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Hätte ich von mir selber nicht erwartet. Aber wir machen einen Satz. Okay. Gesagt, ne? Puh. Okay, war aber geil, habe ich sehr gut gespürt in beiden Seiten des Hämis. Worauf ich mich aber jetzt entschieden habe, ist, wir machen keine Hyper-Extensions mehr, weil die Scheiße, ich spüre das viel zu stark in meinen Rücken, in meinen Knien irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie diese Übung ist, ich habe da probiert, mein Bestes zu geben und es hat, glaube ich, auch so einen Teil irgendwas gebracht, aber es ist mir nicht wert, nicht weil ich diese Übung hasse, sondern weil es sich einfach nicht gesund anfühlt, in meinen Knien vor allem irgendwie, das geht irgendwie nicht richtig und da
Will ich wirklich. Also die letzten paar Mal, aber es wurde immer wie schlechter jetzt mal dabei. Und Knie ist kein Muskel. Wenn eine Muskel wehtut, das ist ja gut. Das soll ja so sein, aber Kniemuskel, nein, nicht gut. Darum machen wir hier 3 Sätze. Und ballern die richtig. Alter, was abfuck, Digga, im Satz angerufen worden. Meine Fresse. Das war sogar Robin. Ich will wissen, was der Dude zu sagen hat. Können wir das ja gleich hier auch noch besprechen? Na, okay, das ist. Das ist privat. Der hat mir von. Abduktoren. Damit geht's jetzt weiter nach den Hamstrings. Ja, also eigentlich ganz simpel. Viel macht man da nicht. Viel kann man eigentlich für Adduktoren nicht machen, außer einmal die Beine zusammendrücken. Eigentlich Abduktoren ist der Muskel ja hier in der Mitte, das wisst ihr. Und einfach nur, um den zu kontraktieren, wie halt den Bizeps, den ihr so kontraktiert, muss man halt die Beine hier zusammen und dann wie runterlassen, die Beine wieder auseinander, über den Bizeps hoch, die Beine wieder zusammen. Also eigentlich ziemlich simpel. Das Ganze machen wir jetzt. Ja, ich habe sowas von keinen Bock, Alter. Ich mag diese Übung kein bisschen, Alter. Ungelogen. Vor allem, weil die Gewichtssäcke hier zu leicht sind, dass ich auch mehr Wiederholungen machen muss. Das ist voll Abfuck. Yeah.
Brand in den Quads, Alter, aber war gut. Beschwer mich nicht. War gut. Alter. Ah. Ja, wir machen hier gleich noch einen. Ja, wir machen hier zwei Sätze. Dann gehen wir weiter zu den Squatty Bodies. Squats machen wir ein oder zwei Sätze, kommt davon, wie wir uns nach dem Satz hier fühlen. Alter, die Scheiße brennt hart, ne? Ist aber geil. Ich hab geil vor allem auf der Seite. Ich merke es. Ist krass, Alter. Ist krass. Aber jetzt geht's zum Abschluss mit den Squats. Aber ich sag euch ganz ehrlich, wir machen nur einen Satz. Mehr liegt nicht drin. Squats. Ja, hier sind wir jetzt angekommen. Eigentlich habe ich immer Bock auf Squats heute. Wie so ein Tag, die kennen das, wenn man einfach keinen Bock auf irgendwas hat. Ich glaube, letzten Lag der schon. Irgendwie ist Lag der aber beschissen. Nee, aber naja, was mir gerade aufgefallen ist, was es nicht besser macht, wir haben auch noch Waden nach den Squats. Yay. Na. Rummeln hilft nicht, Digga. Ran an die Scheiße. Wir gucken, ob wir mindestens 5 Reps machen, weil alles runter wäre. Vollkommen beschissen. Cool beschissen, Alter. Das macht's nicht besser. Wir haben 3 Reps hingekriegt, Alter. Fuck. Junge, ich habe nicht gedacht, dass es gut wird. Aber es wurde noch schlechter, als ich gedacht habe. Alter, was eine Scheiße. Und angemerkt, da spielen viele Faktoren rein. Wenig Kohlenhydrate, wenig Schlaf. Der Vibe im Training passt nicht, das macht auch wirklich was aus für die Performance, vor allem bei solchen Movements. Und ja, andere Sachen, aber naja, scheiße. Nächstes Mal probieren wir es nochmal, dann machen wir mehr. Ja, Alter. Aber jetzt sind wir dran. Mm.
Okay. Wir gehen ans Posing, gucken das Ganze an. Wir haben ja eigentlich schon Posing und so gemacht, aber jetzt gucken wir Pumpcheck an. Also eigentlich nicht Posing. Ja. Ey, wisst ihr, was ich meine, Digga? Pumpcheck. Let's go, Alter. Also wir gucken einfach Beine an. Wir machen das auch direkt auf der Fläche, weil, Digga, ich ziehe mich ja jetzt nicht komplett aus, ziehe meine Hose nicht aus. Und mach die Beine, kann ich auch auf der Fläche zeigen, weil Alter, gewisse weibliche Menschen, sagen wir mal so, zeigen auch Beine, sagen wir das Ganze. So, im Grundstück, ich probiere diese, ich kenne die Beine nicht richtig anspannen. Weil man muss in der Grundstellung, muss man die Quads, also das hier so, dass man diese Thrash, also diese Unterteilung, die sieht man, ihr wisst, was ich meine hier. Und das kann man irgendwie so anspannen, dass man das eben sieht, bei einer Grundstellung. Hier ist ein bisschen, sieht man es recht, aber ich kann das noch nicht richtig, das muss ich nur üben. Aber ja, der Pump ist auf jeden Fall da. Also, ohne Frage, ist da ein Pump am Start, 100%. Aber die Definition ist halt auch jetzt geringer, weil halt wie gesagt das Ganze aufgepumpt ist und damit einfach voller etc. Ihr wisst, ihr versteht mich. Wir machen noch von hinten so ein Ding, so. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe eigentlich, wenn ich zu sein, gar keinen Bock mehr hier zu sein. Es gibt einfach so Tage, den ist einfach beschissen. Aber egal, dafür gibt's morgen, ja Alter, morgen gibt's Brust und Schultern. Das ist geil, darauf freue ich mich jetzt schon. Also ich sage, peace out, boys.